Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Psylocke. Wie Stereotype unser Konsumverhalten beeinflussen. Ob man eine Marke als hochwertig oder billig wahrnimmt, ob sie aus einem Land kommt, dem man gute oder schlechte Eigenschaften zuschreibt, und wie Leute auf einen wirken, die Markenprodukte nutzen, all das beeinflusst tagtäglich unsere Kaufentscheidungen, auch unbewusst. Dabei sind negativ besetzte Bilder entscheidend. Sony kommt aus Japan, Mercedes aus Deutschland, Toblerone aus der Schweiz und das wissen die meisten Leute auch, die Produkte dieser Marken kaufen. Aber wie würde sich deren Wahrnehmung verändern, wenn der Artikel exakt gleich bliebe, doch die Schokolade aus Japan käme, die Gaming-Konsole aus Deutschland und das Auto aus der Schweiz oder gar aus Rumänien? Und was, wenn Apple-Fanboys nicht als kreative Hipster berüchtigt wären, sondern als biedere Buchhalter? Solchen Fragen ist der Soziopsychologe Arndt Florak von der Universität Wien mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF auf den Grund gegangen. Gemeinsam mit seinem Team und seinem Forschungspartner, dem Wirtschaftswissenschaftler Adamantios Diamantopoulos, hat er untersucht, wie Stereotype das Verhalten von Konsumenten beeinflussen. Markennutzer prägen Stereotype. Firmen legen viel Wert auf die Entwicklung einer Markenidentität und wir nehmen bekannte Marken oft als vermenschlichte Akteure mit bestimmten Eigenschaften wahr. Weniger Beachtung hingegen finden Stereotype über die Nutzer von Markenprodukten. Dabei haben Identität und Gruppenzugehörigkeit einen großen Einfluss auf das Konsumverhalten der Menschen. Dennoch heißt das nicht, dass wir nur auf Ideale ansprechen, die wir gern erreichen würden und die die Marken gern darstellen. Besonders attraktive Menschen, wie sie oft in der Werbung zu sehen sind, werden nicht automatisch als positiv wahrgenommen. Wie Psychologe Florak herausfand, stereotypisieren viele etwa eher schlanke Menschen als weniger warm und nahbar. Normalere Menschen seien oft bessere Markenbotschafter, ob im Alltag oder in der Werbung, weiß der Forscher. Es geht aber nicht darum, mich selbst in einem Stereotyp zu erkennen, sondern jemanden, der für mich nahbar und kompetent wirkt, erklärt Florak und ergänzt, man kann etwa mit verschiedenen Körperumfängen eine Gruppe ansprechen, eine andere damit wiederum auch abschrecken oder kalt lassen. Den derzeitigen Trend zu mehr Diversität in der Werbung findet Florak daher interessant und es aus Sicht der Verhaltensforschung wert, diese Entwicklung weiter zu verfolgen. Stereotype als Entscheidungshilfe. Stereotype sind sozial weitergegebene Zuschreibungen von Eigenschaften. Auch falls man nicht zustimmt, weiß man, dass Deutsche als effizient gelten, Italiener als herzlich oder aus Frankreich stammende Personen als romantisch. Ob man dann selbst nur extrem entspannte Deutsche kennt, ist egal. Diese Annahmen sind in der Kultur verankert. Stereotype sind weder ausschließlich positiv noch negativ besetzt, erklärt Florak. Vielmehr beschreibt die Sozialpsychologie sie in den Dimensionen Wärme und Kompetenz. Deutschland beispielsweise wirkt auf viele stereotypisch als sehr kompetent, aber auch kühl und distanziert. Ähnliches gilt für viele deutsche Marken, fanden die Forschenden heraus. Für eine Marke kann so eine Wahrnehmung gut oder schlecht sein.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen jemandem nach dem Weg fragen und da stehen ein reich aussehender Mann im makellosen Anzug und ein freundlich wirkender in knittrigen Jeans und T-Shirt. Auf wen gehen Sie zu? So beschreibt Florak, wie sich Stereotype in schnellen Entscheidungen niederschlagen. Und das beeinflusst ähnlich auch Kaufentscheidungen. Die große Bandbreite des Negativen. In ihren Studien verwendeten Florak und Diamantopoulos sowohl Befragungen als auch Methoden wie Eye-Tracking, um zudem unbewusste Effekte darüber zu erfassen, was die Aufmerksamkeit der Probanden auf sich zieht. Dabei variieren sie unter anderem Bilder von Nutzern bestimmter Marken, die zum Beispiel dicker oder dünner dargestellt werden. Oder tauschen das angegebene Herkunftsland eines Produkts aus, nannten also etwa Rumänien oder die Schweiz als Produktionsland. Und sie fanden einige bemerkenswerte Resultate. Einerseits stimmen die Zuschreibungen der Markenprodukte zu ihren Herkunftsländern meist stark überein. Zum Beispiel werden vermeintlich deutsche Marken wie Deutsche oft als eher kompetent, aber kühl wahrgenommen. Außerdem aber, so stellte sich heraus, sind positiv besetzte Stereotype viel weniger bedeutend für eine Kaufauswahl als negative, die ungleich mehr Aufmerksamkeit von Probanden bekommen. Eine positive Wahrnehmung ist in der Auswahl von Produkten eher so etwas wie eine Standarderwartung und hilft einem bei der Entscheidung, ob ein Produkt überhaupt in Frage kommt. Negative Zuschreibungen hingegen können sofort ein Ausschlusskriterium sein. Besonders positive Zuschreibungen werden auch erst dann wichtig, wenn jemand lange über eine Kaufentscheidung nachdenkt und Vor- und Nachteile abwägt. Welche Schlüsse lassen sich aus den wissenschaftlichen Untersuchungen für Firmen ziehen? Man kann sich selten über positive Stereotype von Konkurrenten abheben, aber sollte tunlichst versuchen, negativen Stereotypen auszuweichen. Und man kann sehr viel damit gewinnen, wenn man die richtigen Nutzer anzieht, die ein Markenbild alltäglich positiv prägen. Zur Person. Arndt Florak studierte Psychologie in Münster und Trier. Er habilitierte an der Universität Basel und lehrte an der Zeppelin-Universität am Bodensee. Seit mehr als 10 Jahren lehrt und forscht Florak an der Universität Wien mit besonderem Interesse an Methoden, die unbewusste Einstellungen, wie etwa bei Konsumverhalten oder kulturellen Unterschieden, messbar machen können. Das Forschungsprojekt Markenpräferenzen durch Konsumstereotype wurde vom Wissenschaftsfonds FEF mit 342.000 Euro gefördert. Sie hörten Psylocke, wie Stereotype unser Konsumverhalten beeinflussen. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.